Gut, dann gehen wir doch mal wieder der Hauptquest nach. Wir haben nämlich bald ein neues Helferlein. Weiblich mit zwei Schwertern. Ziemlich elektrisierende Persönlichkeit. Wenn man das so nennen kann. So. Ziel ist es, drei rote Türme zu finden. Drei. Bisher habe ich nur zwei gefunden. Und zwar haben wir Turm Nummer Uno, Turm Nummer Duo. Noch nie neben dem Turm Nummer 3. Es muss Turm Nummer 3 sein. Von der Theorie her, dass sich um ein relativ gleichzeitiges Dreieck handelt, müsste der letzte Turm an der Stelle stehen. Das ist es aber nicht. Okay. Gehen wir einfach mal dem ersten Turm nach. Kann ich nicht, okay. Okay, da werde ich nicht hochkommen. Sag ich ja. Okay. Oh, yes. Das ist gut. Na guck mal, den kann ich sogar drehen. Why the heck? Okay, ich verstehe.
Schwebesteine. Lustige kleine Nummer, die Dinger. Kacke. Großer Nachteil ist nur, sie kacken ab. Da kein Strom mehr drauf ist. So, machen wir es anders. Julin, du stehst mir im Weg. Danke. Au!
So. Jetzt habe ich das. Dann kann ich das Mistding drehen. Das Problem ist halt nur, wo ist der dritte Turm? Da hinten könnte der Turm sein, tatsächlich, ja. Na gut, dann gehen wir da mal hin, würde ich sagen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich zur Hölle das hier machen soll. Dass der hier wieder leuchtet. Aber egal. Ach, das ist das Zentrum, das ist der Zentraltempel, okay. Muss irgendwo ein Windsturm sein, hallo. Guess what? Ist jetzt mal ganz gewieft. Zwei Ventilatoren, ein Steuerpult und ein Leiter. Okay.
Da ist tatsächlich ein Turm. Jetzt bin ich komplett überfragt. Hoppala. Ja, nee. Ist jetzt schlecht. Zum Glück kann ich dem Strahl folgen. So. Equia. Hi. Oh. Ehre. Ehre.
Ich hoffe, den darf ich mir leihen. Danke. Du hast genauso gut gekämpft wie ich und meine kleine Freundin hier. Wenn du willst, kannst du gern jederzeit einen Salutschuss zur Feier unseres Sieges abgeben. Bist du wahnsinnig, Beretta? Herr Beretta, ist dir nicht klar, wie gefährlich es ist, auf dem Übungsplatz die Kanone abzufeuern? Ah, das sollte nur ein Salutschuss sein und ich habe auch gar nicht selbst geschossen. Du hohle Nuss! Wenn wir das nach jedem Sieg machen würden, läge die Stadt schon längst in Schutt und Asche! Maybe? Du hast fürs erste Kanonenverbot. Aber das erhabene Gefühl. Sorry, Beretta. Hast du gesehen, wie ich meine Klinge habe tanzen lassen? Ich dachte ja immer, dass nichts über den Kampf mit der Lanze geht, aber Säbel und Schild sind auch nicht schlecht. Ich glaube, von jetzt an werde ich alle möglichen Waffen ausprobieren. Ist eine gute Idee. Ein triumphales Debüt. Alle von uns haben sich wacker geschlagen. Als Gründungskommandantin der neuen Säbeleinheit erfüllt mich das mit Stolz. Die Säbeleinheit hat ihre Feuerprobe bestanden. Ich werde den Kriegerinnen in der Bar eine Runde ausgeben. Aber nein, noch ist es zu früh für eine Siegesfeier. Die Bedrohung unserer Stadt ist noch nicht vorüber. Du solltest auch weiterhin kampfbereit bleiben. Ja. So, was sagt eigentlich allgemeine Chefin? Oh, die Gegner waren stark, aber wir haben es irgendwie geschafft. Allerdings habe ich Gyptos noch nie derart gezielt angreifen sehen. Es war fast so, als erhielten sie Befehle. Ist es möglich, dass es ein Monster gibt, das als ihr Befehlshaber handelt? Höchstwahrscheinlich ja. Und ganz eigentlich will ich das gar nicht kennenlernen. Habe ich dir schon mal erklärt. Woi bedeutet in unserer Sprache Mann. Merkt ihr das bitte endlich? Woi? Ja. V, nicht B. Weiß ich bei der Aussprache leicht auf die Lippen. Woi. Woi bedeutet in unserer Sprache Mann. Merkt ihr das doch mal? Ach, ich kann gar nicht zählen, wie oft ich das schon erklären musste, seit ich Wache bin. Oh. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dieses Tor einmal für einen Woi zu öffnen. Mach auf jetzt. Huch. Bist denn du? Was willst du? Hau, habe ich mich beschäftigt. Ich muss meinen Traumwoll wissen lassen, was er mir bedeutet. Aber solange dieser Typ hier herumlungert, mich ablenkt, kann ich meine Flaschen nicht ins Wasser werfen. Verzieh dich! Kneipe. Kneipe. Ein Woi produziert unser gesamtes Angebot, also kann ich guten Gewissens für Qualität und Sicherheit bürgen. 12 Rubine gekauft. Ich würde gerne alles kaufen. Achso, ich hab. Du hast noch einen. Wenn du kochen willst, kannst du den. Oh, du bist dieser besondere Woi, von dem die Wache gesprochen hat. Ich bin Ashai. Ich bringe den Gerudus alles über Woi bei.
Und du? Kommst du mit Vi klar? Hast du vielleicht sogar eine Freundin? Oh ja. Sehr direkt. Ehrlichkeit ist attraktiv an einem Voi. Vi haben ein Gespür für sowas. Du darfst gern einer Unterrichtsstunde beiwohnen, wenn du möchtest. Normalerweise dürfen wir euch gar nicht in die Stadt, also wäre es etwas Besonderes für die Klasse, wenn du vorbeikämst. Tagsüber finden die Stunden für die jüngeren Wahl statt. Für die ist es noch etwas zu früh, einen Wahl zu begegnen. Also vielleicht an einem Abend, da werden die älteren Gerüge unterrichtet. Ja, genau. Schon besser. Dass ich allein schon Steinherz bei mir trage, macht die Sache nicht zwingend besser. Nein, das ist nicht die Kleine, die ich gesucht habe. Hi. Oh, du musst dieser Voi sein, von dem man so viel hört. Eine Frage. Interessieren sich denn hylianische Voi für Archäologie? Kind of. Ich mag zwar nicht so aussehen, aber ich bin Archäologin. Das ist gut. Und ich habe endlich die Inschrift auf diesen Monumenten entschlüsselt. Hier stehen vielleicht Sachen. Soll ich dir davon erzählen? Bestimmt, oder? Oh, ja, klar. Na, wenn du darauf bestehst, dann erzähle ich dir jetzt alles. Hätten wir zuerst das hier, das linke Monument. Sieben Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihr Geheimnis wird auf 6 Monumenten bewahrt. Da steht er. Und dann das hier, das Monument rechts. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihre 7 Kräfte münden im einzig wahren Heldenmut. So steht es da geschrieben. Als hylianischer Voi kannst du das nicht wissen. Aber wir Gerudo erzählen uns seit uralten Zeiten von den Kriegerinnen. Sie sollen die Gerudo beschützt und geleitet haben. Allerdings habe ich nicht sehr viele Informationen über sie gefunden. Außerdem ranken sich viele Mysterien um sie. Manche verehren alle 7, andere nur eine einzelne von ihnen. Wieder andere denken, es gab nur eine Kriegerin. Während die nächsten glauben, es waren in Wirklichkeit 8. Es gibt unter Gelehrten viele verschiedene Ansichten dazu. Der hier erwähnte einzig wahre Heldenmut stützt meines Erachtens die These von nur einer Kriegerin. Das allein ist schon eine unglaubliche Entdeckung. Aber wenn ich alle 6 Monumente finden könnte, finde ich bestimmt noch mehr über die Kriegerin heraus. Und diese Kugel, über die ich bei meiner Suche gestolpert bin, muss etwas mit der Sache zu tun haben. Irgendwas. Wenn ich das herausfinde, werde ich zum Star der Archäologiegesellschaft. Leider habe ich bisher nur diese beiden Monumente gefunden. Und da es an der Oberfläche keine zu geben scheint, müssen sie alle im Untergrund sein. Ach, wenn ich nur irgendwie an die Texte auf den Monumenten gelangen könnte, ein Bild davon würde mir schon reichen. Hey, hey, hey! Ich bin gerade dabei, dieses Objekt zu untersuchen. Es könnte von unglaublicher historischer Bedeutung sein. Und bis ich seine Geheimnisse enträtselt habe, fasst es niemand an! Okay. Schlecks, Lady. Speaking of Monumente. Was? Du hast den Monument gefunden? Schnell, zeig es mir. Was steht da jetzt? Ah ja. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihre Kräfte sind Geist, Können, Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut. Ja, das ist ein bekannter Teil der Geschichte, nur gab es bisher keine schriftlichen Zeugnisse. Was für eine großartige Entdeckung. Ich bin wirklich neugierig, was auf den einzelnen Monumenten steht. Hast du noch mehr, was du mir zeigen kannst? Leider nein. Noch 3 Monumente. Dank dir sind wir wieder etwas näher daran, die Wahrheit über die Kriegerin zu erfahren. Yes.
Jo, Chefin. Da steht. Hinter dem Thron, rote Säulen in der Hitze. Licht im Dreieck. Stein der Blitze. Wenn meine Stimme ruft nach dir, so folge ihr und komm zu mir. Im Sandsturm ist es unmöglich, die Wüste zu erkunden. Man müsste sie von oben betrachten können, wie ein Orni. Irgendwo im Gebiet der Untergrundstadt soll es Monumente geben mit deren Hilfe. Nein. Okay, am Ende des Tages muss ich die Sache also selber lösen. Okay. Na gut. Dann tun wir das doch. Als ob! Muss mal gucken, ob ich das Ding vielleicht von unten drehen kann oder so. I don't know. Nee, von unten ist hier nichts. Aber ich muss ihn definitiv drehen. Den kann ich so nicht stehen lassen. Weil der leuchtet konsequent über den Großen drüber. Also den Kleinen drüber, so rum. So, wie soll ich vor allem da oben an das Licht drankommen? Das ist jetzt die nächste Frage.
Verstehe es nicht ganz. Beziehungsweise ich verstehe es gar nicht. Mal ganz ehrlich. Und der soll in die Richtung leuchten. An für sich. Oh geil, Blutmond. Kann ich auch nicht greifen, noch nicht drehen oder sonst irgendwas. Kann ich aber auch kein Licht zuführen. Oder kann ich? Ich habe einen Scheinwerfer. Nö. Der hilft mir schon mal nicht. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. How do I even? Kann den Turm hochfahren. Oh, that was easy. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ist natürlich witzig, wie jetzt die Türme quasi einen Orientierungspunkt darstellen. An für sich. Geht mir nicht auf den Wecker. Tulen, du denn. Wollt echt aufs Maul haben, oder? Haben wir jetzt?
War schon richtig, aber der Stock kommt weg. Einmal den. Einmal den. So, nächste dicke Hammer. Dann habe ich da noch drei Waffen rumliegen. Eine davon kommt weg, die lohnt sich nicht. Die anderen beiden werden jetzt zu starken Waffen umgebaut. Das sind meine stärksten Klingen momentan, die nicht. Oder? Ja gut, Elementarwaffen, okay, granted, aber das geht nichts gegen die zwei Hörner hier. Oh. Gib du Knochen. I mean. Why the hell not? Basteln wir uns halt drei solcher Waffen. So, auf den kommt der Mobbleborn. Als dicker Hammer. So. Auf. Ey, sind wir mal ganz ehrlich? Knochenwaffe, warum nicht? Lassen wir das. So. Wir sollten jetzt in der Mitte sein. Oder soll ich dir jetzt Bescheid geben? Ich glaube, ich soll jetzt Bescheid geben. Dann gehen wir jetzt zurück, sagen ihr Bescheid, von wegen, hey, ich habe da so drei Türme gefunden, die leuchten jetzt. Und so weiter und so fort. Auf den letzten Millimeter. Mach auf! Oh.
Dankeschön. Lass mich raten, und hier ist die Robbenschule. Ich habe schon von den Wachen gehört, aber jetzt sehe ich es mit eigenen Augen. Wir haben tatsächlich einen Wurei bei uns. Ganz schön beeindruckend, dass du es durch den Sandsturm geschafft hast. Ja. Oh, hast du dafür eine Sandrobbe geliehen? Nö. Was? Hast du ja so keine geliehen? Kann nicht sein. Es ist fast unmöglich, in diesem Sandsturm wilde Sandrobben zu finden. Aber gelaufen kann ja wohl auch nicht sein. Das ist ja völlig unmöglich. Ihr Boy, seid mir Witzbolde. Du hast hier im Verleih am Rand der Wüste eine Sandrobbe geliehen, oder? Das ist der Verleih meiner Mutter. Dann auch nochmal Sack von mir. Sandrobben zu verleihen ist unser Familiengeschäft. Es ist gefährlich, im Sandsturm nach draußen zu gehen, also ist mein Laden derzeit geschlossen. Aber falls du etwas über Sandrobben wissen willst, kannst du mich gern fragen. Nein. Entschuldige. Wenn ich wetten müsste, müssen die Kugeln hier hin. Ja, bitte. Ich wollte mir nur die Beine vertreten, da habe ich mich an diesem seltsamen Ort verirrt. Warum muss hier auch alles gleich aussehen? Da kann doch niemand mehr von links nach rechts unterscheiden. Angeblich wurde das alles hier vor ewigen Zeiten gebaut. Ich würde wetten, die Erbauer selbst haben sich hier schon dauernd verlaufen. Was soll das denn? Ist das dein Hobby, andere bei ihren Selbstgesprächen zu belauschen? Ach, du bist doch dieser Boy, oder? Als junge Wai hätte ich mich sicher vor dir erschreckt, aber in meinem Alter habe ich mich an Wai stattdessen. Satt gesehen. Du bist sicher enttäuscht, dass ich so gelassen reagiere, ha? Tja, jedenfalls musst du mich jetzt entschuldigen. Ich habe Durst, da gehe ich vielleicht mal Richtung Bar. Machtet. Es hätte jemand verletzen können, hallo. Muss das sein?
Ah ja. I see where this is going. What? Not yet. Oh, eine Plüschrobbe. Look at how cute it is. Das ist ja das Ende des ganzen Gedönses. Rechts haben wir eine Steintafel drin. Wir müssen die Augen offen halten, die können überall sein. Speaking of überall. Ah. Das ist so ein Positionsrätsel, ha? Zwei für nur eine. Ah, Unterricht, okay. Okay. Was hat sie mit auf sich? Oh. Die Gefängniszelle ist gleich hier. Es ist mir egal, ob du ein besonderer Boy bist, der unsere Stadt unter Berlin betreten darf. Ich kann dich nicht passieren lassen. Wenn du unbedingt hinein willst, müsstest du etwas Verbotenes tun, so wie der Boy, in der schon in der Zelle sitzt. Genau genommen war es für einen Boy wie ihn schon verboten, unsere Stadt überhaupt zu betreten. Auch wenn du eine Ausnahme bist. Wenn du eines unserer Gesetze brichst, dann gehörst du zu ihm in die Zelle. Okay. Hallo, alte Schachtel. Was sagt? Du musst ja wohl sein, der hier gerade das große Gesprächsthema ist. Eigentlich führen wir keine Getränke, die ich einem Grünschnabel wie dir anbieten könnte, aber ich habe gehört, dass bald eine neue Wahrei in die Stadt kommen soll. Das hat mich angespornt, was Neues auszuprobieren. Ich habe mir eine Sondervariante meines Spezialcocktails ausgedacht. Für alle bekömmlich. Vom Wewi bis zur Waba. Aber solange wir hier festsitzen, habe ich nicht alles, was ich brauche. Womöglich vergesse ich noch das Rezept. Hört dieser Sandsturm eigentlich auch mal wieder auf? Okay. Du bist ein Woi wie mein Papa. Du Woi, bist du wegen der Geheimkarte hier? Da sieht man, wo der Laden ist, in dem meine Mama arbeitet. Mamas Arbeit ist geheim, also muss man auf die Geheimkarte gucken, um sie zu finden. Also, das ist der Obstladen. Und das hier ist der Schmuckladen.
Hm. Aber was war der Halbmond noch? Zwei davon habe ich ja schon gefunden. Eins fehlt noch. Das letzte wird noch ein bisschen schwieriger. Habe ich das Gefühl. Halt nicht hier bei den Robben. Der Raum mit den Kugeln. Nee. Hä? Doch, da. Ich glaube, so gehört das, ja. Safe, das letzte Ding ist in der Ecke. Also um diese Zeit haben die Jüngeren Wei Unterricht, wie du siehst. In Gerudo-Stadt gilt, dass junge Wei nicht mit Wei sprechen sollen. Dieses Gesetz war dir vielleicht nicht bekannt. Aber ich darf dich jetzt natürlich trotzdem nicht hereinlassen. Abends bist du herzlich willkommen, aber nur dann. Wenn du dabei erwischt wirst, dass du unsere Regeln brichst, sperrt dich die Wache ein. Das will doch niemand. Und wie ich das will. Ich würde so gerne von den Wei-Lektionen mitkriegen. Vielleicht klappt es diesmal, wenn ich... Du, als wäre ich einer der Puppen? Ach, lieber nicht. Ich fliege bestimmt gleich wieder auf. Weil ich nicht so angezogen bin wie die doofen Puppen. Ups. Nanu? Ist doch dieser Wei? Diese Gewandung gehört zu einer Bande, die uns übel gesinnt ist. Auch wenn ich weiß, dass du ihr nicht angehörst, würde diese Kleidung eine Menge Leute in Schrecken versetzen. Also lasse ich dich erst hier raus, wenn du dich umgezogen hast. Das ist sehr gut. Hi. Ich habe dir die ganze Zeit von hier aus zugesehen. Du bist doch ein Mann. Warum lassen dich die Gerudo denn in die Stadt einfach so frei herumlaufen? Aha, guck mal. I knew it. Jeder weiß, dass laut Gerudo-Gesetz Männer die Stadt nicht betreten dürfen. Das setzen sie auch streng durch. Wer bist du, dass du eine Ausnahmegenehmigung bekommen hast? Während ich bloß ganz kurz einmal reingeschaut habe und dafür schon im Gefängnis gelandet bin. Die haben mir nicht mal die Gelegenheit gegeben, meine Gründe zu erklären. Ich wollte doch nur meine Frau Bedi und unsere Tochter Akletta wiedersehen. Akletta. Ja, weißt du, ich sage das nur, weil du aussiehst wie jemand, der ein Geheimnis für sich behalten kann. Seit ich hier festsitze, konnte ich tatsächlich schon ein paar Mal meine Tochter sehen, also bin ich gar nicht mal so furchtbar unglücklich. Aber meine Frau habe ich bisher nicht ein einziges Mal gesehen. Sie hat mir gesagt, dass sie in einer Boutique in Gerudo-Stadt arbeiten wollte. Aber mehr weiß ich auch nicht. Meine Tochter weiß sicher, wo sie ist, aber ich konnte bisher nicht mit ihr sprechen.
Pedi Akletta. Ich weiß, dass wir bald alle wieder zusammen sein werden. So. Gut, dass ich die Gerudo-Maske habe. Habe ich wieder raus. Oh. Du hattest jetzt wohl genug Zeit zum Nachdenken. Die Kommandantin sagt, dass du gehen darfst. Ich will doch stark hoffen, dass ich dich hier nicht nochmal sehe. Doch. Nur unter anderen Umständen. Jo. Saba. Hi. Da jetzt. Ah ja. Siebenkriegerin Schutz der Gerudo. Ihre Kraft ist in sieben Geistern verborgen. Heißt das, die Kräfte der Siebenkriegerin leben in einer anderen Form weiter? Oh, könnte es sein, dass diese Geister... Haben sie sich vielleicht in diesen Kugeln manifestiert? Das wäre ein gewaltiger Durchbruch. Ich bin wirklich neugierig, was auf den einzelnen Monumenten steht. Hast du noch mehr? Nummer zwei. Hm, da steht Folgendes. Siebenkriegerin, Schutz der Gerudo. Die Geister sind im Land der Gerudo zu finden. Das heißt, die Geister der Siebenkriegerin sind irgendwo in der Gerudo-Region zu finden. Es ist unglaublich herauszufinden, dass alles nicht nur eine Legende ist. Ich bin wirklich neugierig, was auf den einzelnen Monumenten steht. Hast du noch mehr, das mit sein kannst? Und die Nummer 7. Hi! Da steht... was steht da jetzt? Ah ja! Sieben Kriegerin, Schutz der Gerudo. Wenn ihre Kräfte zu ihnen zurückkehren, wird wahre Heldenmut sich zeigen. Wenn die Kräfte der sieben Kriegerin zu ihnen zurückkehren, dann zeigt sich der wahre Heldenmut. Wahre Heldenmut, das bedeutet dann wohl eine achte Kriegerin. Und sie wird sich zeigen. Was für eine Entdeckung. Oh. Es ist soweit. Jetzt kennen wir die Inschriften aller Monumente. So, wenn wir das jetzt zusammensetzen. Die sieben Kräfte Geist können Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut verknüpfen sich in einer Seele. Wenn wir die Geister zu den sieben Kriegerinnen zurückbringen, zeigt sich uns womöglich die achte Kriegerin. Hm. Und diese Geister sind alle in der Gerudo-Region zu finden. Das müsste alles gewesen sein. Hm. Auf den Monumenten waren auch solche Symbole wie auf der Kugel. Das ist jetzt nur geraten, aber... Vielleicht ist die Kugel ja einer der Geister, denen die Kräfte der sieben Kriegerinnen innewohnen. Hallo? Na, moin, Mäumel. Warum sage ich nada, aber ich muss einfach nur Moin Moimel sagen. Verdammte Scheiße! Hi! Tief im östlichen Bereich der Untergrundstadt stehen Statuen der sieben Kriegerinnen. Und sie sehen so aus, als könnten sie etwas in ihren Händen tragen. Vielleicht können wir dort die Kugel einsetzen. Was allerdings bedeuten würde, dass uns noch sechs weitere Kugeln fehlen. Hey, das ist einfach toll! Für uns Archäologen gibt es immer wieder Mysterien zu lösen. Und von mir ist keines sicher. Möchtest du mir... die Wahrheit über die Kriegerin ergründen? Oh ja. Mit mir. Schließlich konnte ich die Monumente nur dank deiner Hilfe verstehen. Du kannst diese Kugel gern haben. Oh, und das hier auch. Ehre! Money! Oh. Da du mir mit meiner Forschung so geholfen hast, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Und es waren bestimmt noch weitere Rätsel, warten bestimmt noch weitere Rätsel auf uns. Das sagt mir mein Archäologie-Schüler. Hi! Ah. Oh, haben dich ebenfalls deine Forschungen hierher geführt? Dann kommst du genau im richtigen Augenblick. Ich habe hier gerade etwas entdeckt. Hä? Wie, du hast auch etwas mitgebracht? Sag bloß, du hast schon nach den Kugeln gesucht. Nicht schlecht für ein Boy, meine ich. Sag, sag. War sicher nicht leicht, die zu finden, oder? Dann muss ich dir eine Belohnung geben.
Melone, let's go. Das heißt, du warst es auch, der versucht hat, einer Kriegerin ihre Kugel wiederzugeben? Allerdings scheint überhaupt nichts weiter passiert zu sein. Dabei deutet die Form der Statuen ziemlich eindeutig darauf hin, dass die Kugeln dorthin gehören. Augenscheinlich müssen wir erst bei allen 7 Statuen der Kriegerin die Kugeln wieder einsetzen. Dennoch ist dies ein gewaltiger Fortschritt auf unserer Suche nach dem wahren Heldenmut. Ich bin mir sicher, das wird die größte Entdeckung in der Geschichte der Gerudo. Ich sollte zuerst weitere Kugeln wie diese suchen. Dabei könnte mir eine Weissagung von Petritia helfen, wenn ich nicht gerade mit Königin Riju unterwegs wäre. Aber naja, selbst wenn ich wüsste, wo ich suchen sollte, bei dem Sandsturm kann ich mich ohnehin nicht rauswagen. Verzwickte Lage. Man kann ja schon mal 2 Kugeln herbringen, ne? Hab ich gehört. Ich weiß doch, wo ich die Wasserkugel finde. Einfaches Prinzip. Sie soll gerade stehen. So. Hey Kevin! Hätten Sie Lust, morgen oder Sonntag mit Psycho und mir ein bisschen ETS zu zocken? Frozen wollte ich auch dazu noch befragen. Heute oder... Achso, Moment. Heute... morgen oder Sonntag? Sonntag klingt eigentlich ganz stabil. Sonntag wäre ich dabei. Sonntag kriegen wir auch Frozen wahrscheinlich ran, weil Sonntag darf er definitiv nicht arbeiten. Wenn es wahr ist, was auf den 6 Monumenten steht, müssen wir die Kugeln der Kriegerin Schatten zurückbringen. Dann erfahren wir, was es mit dem wahren Heldenmut letztendlich auf sich hat. Wenn man sich ihre Form so betrachtet, müssten die Kugeln eigentlich genau in diese Statuen passen. Ah. Auf den Monumenten waren diese Inschriften zu lesen. 7 Kriegerinnen. Die 7 Kräfte Geist können Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut zu verbinden, ist eine wahre Heldentat. Wenn wir die 7 Kriegerinnen wieder mit ihren Geistern vereinen, wird sich die Verkörperung dieses Heldenmuts zeigen. Diese Geister wiederum sind irgendwo in Gerudo zu finden. Das war es doch. In etwa, oder? Wie gern würde ich Petritia um meine Weissagung bitten, aber sie ist gerade mit Königin Riju unterwegs. Nun, selbst wenn ich etwas über die 6 Kugeln herausfinden würde, hält sich doch der Sandsturm hier gefangen. Ich weiß mir wirklich kein Rat mehr. Ah, okay. Du bist ja auch ein Voice, nicht wahr? Dann stimmt es also, was man hört. Ein Voice in der Stadt? Du siehst irgendwie nicht aus wie die Voice-Puppen, die wir für die Voice-Lektionen haben. Aber doch, irgendwie hatte ich mir doch vorgestellt, dass Voice so aussehen wie du. In meinem Kopf und... Ich bin Pearl. Schön, dich kennenzulernen. So, jetzt habe ich den Namen der 3 Mädels. Passt doch. Er nimmt jetzt die ganze Zeit hinterher. Nein, gut. Chefin!
Da steht hinter dem Thron rote Säulen in der Hitze. Dreiecksteine Blitze. Wenn meine Stimme ruft nach dir, so folge ihr und komm zu mir. Wir sind schon bis zum möglich, die Wüste zu erkunden. Man müsste sie von oben betrachten können, wie ein Orni. Goddammit. Muss ich sie doch nicht abholen. Was mache ich denn jetzt? Runterspringen auf jeden Fall. Was holen die ganze Nummer? Folgen wir doch einfach mal der Flasche. Okay, hilft nichts. Dann halt nicht. Ganz schönes Labyrinth hier hinten. Das war nicht zu erwarten, dass das passiert. Thank you.
Okay, hier ist nichts mehr. Nein. Alles aufgeräumt. Achso, jetzt lande ich wieder hier. Oh, wait a minute. Ist es dazu da, um vielleicht in die Häuser zu kommen? On a board like, this? Ich dachte doch safe auf dem Boden. Oder auch nicht. Ja. Unliste ist da, waren auch da. Hm? No. Ah, ein Voi, aber die Tür ist doch komplett blockiert, wie. Unser Haus legt Wert auf Diskretion. Wir stellen keine Fragen. Es ist egal, mit welchem Trick ihr zu uns gefunden habt. Wir heißen jeden willkommen, der unseren Land betritt. Ah. Dies ist der Gerudo Geheimclub. Wir sind der einzige Ort in dieser Stadt, an dem ihr Kleidung für Voi kaufen könnt. Mehr müsst ihr nicht wissen, um zu verstehen, warum dies im Geheimen geschieht, oder? Ich kann sehen, dass auch ihr nicht wie die anderen hier seid. Aber bei uns seid ihr als Kunde höchst willkommen. Vasak. Hi, Bedi. Oh. Ich hätte nicht erwartet, dass so plötzlich ein Voi vor mir steht. Ich hätte vor Schreck fast einen Satz gemacht. Ach, eigentlich sollte ich dir dafür dankbar sein. Ich hätte mir den Rücken verrenkt und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Mein Mann ist auch ein hylianischer Voi. Hätte er plötzlich vor mir gestanden, aber er darf ja in die Stadt, die Stadt nicht betreten. Ja, speaking of which, der ist gerade unten im Kerker. Unseren Gesetzen zufolge muss eine Gerudo in einem bestimmten Alter zur Stadt zurückkehren. Also bin ich mit unserer Tochter hierher gekommen. Ich habe meinen Mann gewarnt, mehrfach sogar, dass Voi hier nicht erlaubt sind und sogar eingesperrt werden können, aber er bestand darauf, mit uns hierher zu reisen und ich sah, wie er die Mauern der Stadt betrachtete. Abiski, ich frage mich, was du wohl gerade machst. Sobald du mit Einkaufen fertig bist, solltest du jedenfalls schnell die Stadt verlassen, bevor die Wachen dich bemerken. Ich sollte dir noch die wichtigste Regel des Gerudo-Clubs sagen. Wir stellen keine Fragen. Hier bist du vor den Wachen sicher. Daher kannst du dir gerne in Ruhe unsere Waren ansehen. Du sollst in Kerker gehen. Hallo. Egal. Lass mal das. Alter, sind die teuer. Oder sonst irgendwelche Klamotten hier? Das Schlimme ist, ich brauche Hitzeschutz, aber das ist echt scheiße teuer. Ausrüstung für Männer, die nur im Gerudo-Geheimclub erhältlich sind. Saphir enthält die Kraft des Eises und befähigt den Träger, Großhetze zu trotzen. Ausrüstung für Männer, die. Ein Saphir reduziert dank der Kraft des Eises die Auswirkungen von Hitze auf den Träger. I mean. It's costly. Saba Saba. Hier heißt es immer Safsaba. Oh. Sogar mir ist es etwas ein. Ist es etwas einsam geworden, seit die Stadt so still ist? Ich hätte niemals gedacht, dass es so beruhigend sein könnte, jemanden in seiner Nähe zu haben. Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich Bedi anstellen soll, aber jetzt geht es nicht mehr ohne sie. Hm? Sehr wohl, doch wir zahlen nicht mehr für eure Sachen als andere Händler auch. Ah. Lass mal sehen, Opale.
Ein schlimmes Edelstein will ich gerade auch nicht tatsächlich nicht verkaufen, weil bringt mir zu viel. Let's not talk about the Schwertbanane, okay? Ich habe 20 Stück, ne? Leuchtsteine. Verkaufen wir mal so ein bisschen. Was kann ich denn noch Value bringt bei euch vertickern? Hab ich ja so gar nicht. Ticken wir noch den Hörnchen. Da lasse ich die Finger von. Da lasse ich auch die Finger von. Da nicht unbedingt. Ich hätte nie gedacht, dass es hier so still sein kann. Oh. Dies ist der Gerudo Geheimclub, ein geheimer Ort, an dem wir Kleidung für Voi verkaufen. Wir stellen unseren Kunden keine Fragen. Und auch unsere Kunden stellen uns keine Fragen. Wo ihr schon hier seid, könnt ihr euch gleich noch entspannen. Auf Wiedersehen. Oh. Wenn ich eure Schritte höre, werde ich für euch aufschließen. Also kommt bitte einfach durch die Tür herein. Außen treiben allerdings Monster ihr Unwesen, also bleibt bitte bloß nicht zu lange zwischen Tür und Angel stehen. Ah. Oh. All unsere Ware sind für Voi gemacht. Oh. Kostet 650 Rubine. Schlagt ihr ein? Ja. Oh. Wir bieten nur beste Qualität an. Also bin ich sicher, dass ihr zufrieden sein werdet. Mache ich sie voll? Mache ich sie voll oder kaufe ich mir ein Haus? Es ist scheiße jetzt. Danach habe ich noch 500 Rubine. I mean, 500 Rubine sind 500 Rubine, ne? Also. Mein Hitzeschutz habe ich schon fertig. Das passt schon. Zwei Teile. Ja, gut, lassen wir das. Gucken wir doch mal. Es ist jetzt Kältemodus.
Oh. Das ist das Problem. Jetzt wird schon eingestellt. Na gut, dann laufen wir halt ein Weilchen. Na, gucken wir mal, schauen. Aber wollen wir vorher noch unsere Akkus aufbessern? Na komm, gehen wir erstmal unsere Akkus aufbessern. Dazu muss ich in die Schmiede. Die Schmiede war... Tramine, da. Ach ja. Es ist so warm, es ist so warm. So ein Mist. Ja, was geht? Null davon, ah, ja, richtig. Gehen wir noch mal zur Batterieschmied. Wir lassen uns einen weiteren Akku machen. Oder besser gesagt, eine weitere Akkuzelle. Oh, das ist natürlich jetzt der Nachteil an meinen Waffen aktuell. Die sind alle sehr metallbesetzt. Was zum Fick? Ja, was ist das? Oh. Okay. Okay.
Tschüss. So, wollen wir die Batterieschmiede? Hier nicht. Nordseite, oder? Leid, aber du hast nicht verstanden. Was willst du denn da? Ich will auch den Untergrund erforschen. Dort wartet sicher so mancher große Fund auf uns. Außerdem kann niemand außer mir hier die Sonoschrift entziffern. Darum seid ihr eigentlich auf mich angewiesen, oder? Wir sind uns deiner Fähigkeiten als Leiter der Sonoforschungsgruppe durchaus bewusst, Tauro. Aber gerade deshalb musst du dich weiter der Erforschung der Kranzruinen in Kakariko widmen. Schließlich handelt es sich dabei um eine... um die größten vom Himmel gefallenen Ruinen. Man sieht sie sogar vom Speerposten aus. Bitte beende doch zuerst die Arbeit in Kakariko, Kakariko, bevor du dich für ein anderes Forschungsobjekt bewirbst. Aber... werde ich wohl jemals wieder eine solche Gelegenheit erhalten, die Geschichte der Sono buchstäblich berühren zu können? Ah, der werte Herr Ritter. Ach, der nächste Kandidat steht schon bereit. Da kann man wohl nichts machen. Das nehme ich wohl... Dann nehme ich wohl die Kranzruinen ins Visier und gehe nach Kakariko zurück. Kakariko! Kakariko, man weiß es nicht. Man kann es auch sprechen, wie man will. Tauro ist eine großartige Person und ein erstklassiger Archäologe. Aber wenn es um etwas geht, das mit den Sonor zu tun hat, gehen einfach die Pferde mit ihm durch. Wir sind gerade auf der Suche nach Leuten, die uns bei der Forschung des Untergrunds helfen. Mit der Hilfe von jemandem wie dir wäre das wohl um einiges einfacher. Ich werde euch helfen. Danke! Es beruhigt mich ungemein, jemanden wie dich an unserer Seite zu wissen. Komm mit, ich werde dir alles erklären. Ich sehe großes Sonanium und ich will es haben. Ja, Robelo. Yoshas rätselhafte Statue hast du meisterhaft abgelichtet. Ich habe den Eindruck, du hast ihr damit eine große Freude gemacht. Da habe ich wohl den richtigen in die Geheimnisse des Fotomoduls eingeweiht. Und das war noch nicht alles. Das Purapet verfügt über eine weitere fantastische Funktion. Spitz deine Spitzohren. Dein Purapet ist mit einem Sensor ausgerüstet, mit dem du Schreine aufspüren kannst. Was soll das denn? Du gefälligst Überraschter! Derjenige, der auf die Schreine aufmerksam wurde, die nach dem Kataklysmus aufgetaucht sind? Das war niemand anderes als ich allein! Als einziger in ganz Hyrule, darf ich anmerken. Den Sensor deines Purapets hier am Speerposten einzurichten, ist allerdings sogar für mich ein Problem. Dafür müssen wir zum Purapet-Institut in Hateno. Das ist ein Labor, in dem Pura und ich an der Entwicklung des Purapets arbeiten. Dort können wir dein Purapet und seinen Sensor weiter verbessern. Im Südosten ist Ost-Nekluda und da am Rand ist Hateno. Und da am Rand ist wiederum das Institut. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, ist aber ein 1er-Labor. Allerdings haben Yoshas Forschungen derzeit Vorrang. Also bleibe ich noch ein Weilchen hier. Herr Ritter, hier entlang. What the f... Wo hast du... Okay. Ich war schon da. Erinnerst du dich noch an das Fragment, auf dem diese rätselhafte Statue aufgebildet war? Ja. Unter den Fundstücken aus der Forschung des Untergrunds habe ich einige weitere Fragmente entdeckt. Und als ich sie alle zusammengesetzt habe... Yay! Hier, schau mal. Das ergibt ein prächtiges Wandbild, nicht wahr? Diesem Wandbild nachzuurteilen, scheint die rätselhafte Statue, die du entdeckt hast, nicht die einzige zu sein. Nein, also. Sind nur 10.000 Stück oder so. Was mich aber wirklich fasziniert, ist das Ziel ihrer Blicke. Das sieht doch wie ein Tempel aus. Die Person ganz vorn muss ein Sonor sein. Riesigen Ohren sind ein untrügliches Zeichen.
Und dieses geheimnisvolle Gebilde in Form einer Hand scheint irgendwie auf den Sonar zu reagieren. Das muss bedeuten, erstens, wenn man das Ziel der Blicke der rätselhaften Statuen gelangt, müsste dort etwas Tempelartiges sein. Zweitens, in diesem tempelartigen Gebäude scheint sich etwas mit Bezug auf den Sonar zu befinden. Ich habe gehört, dass die Sonar über geheimnisvolle Kräfte verfügten. Könnte es etwas sein, dass da... Könnte es etwas sein, das damit zu tun hat, auch so. Aber das ist natürlich alles nur reine Spekulation. Und da kommst du ins Spiel, Herr Ritter. Sei doch so lieb und finde dieses tempelartige Objekt für mich, das auf dem Wandbild abgebildet ist. Und wenn du es gefunden hast, finde bitte heraus, ob ich mit meiner Spekulation richtig liege. Eigentlich wollte ich mich ja selbst auf die Socken machen und habe deshalb ganz viele Leuchtfahne gesammelt. Aber ich habe verboten bekommen, in den Untergrund zu gehen, weil ich angeblich noch viel zu jung dafür bin. Naja, also hier, nimm du sie lieber, Herr Ritter. Cool. Und die hier auch noch. Cool. Denn wer den Untergrund erforschen will, sollte sich vorher lieber mit ordentlich Leuchtsam und Fallen andecken. Arrivo. Vielleicht erbringt die Erforschung des Untergrunds auch Hinweise auf den Aufenthaltsort von Prinzessin Zelda. Wenn alles gut läuft, kannst du also sowohl die geheimnisvollen Kräfte als auch Prinzessin Zeldas Spur finden. Danke schon einmal für deine Hilfe, Herr Ritter. Wie? Du warst schon im Tempel, der Herr Ritter? Ja. Und? Was hast du dort drin gefunden? War da drin? Bautomatik? Die Fähigkeit, bereits hergestellte Dinge nachzubauen? Und dazu noch ein paar Bauplanstellplatten? Also, war an der Sache mit dem Sonotempel und einer geheimnisvollen Kraft im Untergrund tatsächlich etwas dran? Oh, war da nicht etwas, nicht auch etwas bei den Untergrundfundsachen? Gib mir nur eine Sekunde. Also, nee, das hier war es nicht und das hier auch nicht. Aha! Da haben wir es doch. Bitte sehr, Herr Ritter. Ah. Die neue Bauplansteinplatte wurde in der Bauautomatik registriert. Das hier ist eine Bauplansteinplatte für einen Ballon, nicht wahr? Das heißt also, dass du damit mit Hilfe der Bauautomatik einen Ballon nachbauen kannst, oder? Wenn das so ist? Ja! Onkel Robby gehört dieser Ballon dann, aber leider ist er kaputt. Kannst du ihn vielleicht mit dieser tollen Bauautomatik reparieren? Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Muss nur schnell was vorbereiten. Okay. Yay! Alles bereit, Herr Ritter! Kannst du jetzt bitte demonstrieren, wie man mit dieser wunderbaren Bauautomatik Dinge nachbaut? Au, weh. Du hast den Ballon tatsächlich reparieren können. Und er sieht sogar aus wie neu. Ich kann mit der Bautomatik Sachen herbeizaubern. Unglaublich, diese geheimnisvolle Kraft stellt unsere ganze Technologie auf den Kopf. Hey! Onkel Robby! Was brüllst du so laut, Joscha? Ich fass es nicht. Mein Ballon ist wieder ganz. Es muss sich um die geheimnisvolle Kraft handeln, über die die Sonar angeblich verfügt haben. Ich hätte nie zu träumen gewagt, einmal die Kraft der Sonar mit eigenen Augen sehen zu dürfen. Nimm das hier als Dank für deine Hilfe, Herr Ritter. Ich habe es extra für einen ganz besonderen Anlass aufgehoben. Jo. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein könnte. Aber so wie es leuchtet, stammt es sicher von den Sonar. Und da du mit den Kräften der Sonar vertraut zu sein scheinst, kannst du damit bestimmt mehr anfangen als ich. Ja! Dann verbarg sich im Untergrund also wirklich eine unglaubliche Kraft. Ich muss dort weiter forschen. Vielleicht finde ich ja auch etwas über das Schicksal von Prinzessin Zelda heraus. Halte mich also bitte über deine Entdeckungen im Untergrund auf dem Laufenden, okay, Herr Ritter? Nice! Quest fertig, ohne zu wissen, was ich tue. Möchtest du noch etwas besprechen?
Wirklich? Koga, der Anführer der Jägerbande war da? Das klingt heikel. Darüber müssen wir uns unbedingt unterhalten. Aber gib mir noch einen kurzen Moment, um durchzuschnaufen. Komm bitte mit. Jetzt kommt die Jägerbande auch noch ins Spiel. Ugh. That'll be a long story. Ja. Das ist im Untergrund auf Koga gestoßen, der Anführer der Jägerbande. Die Jägerbande ist eine gefährliche Untergrundorganisation, die dem Königreich Hyrule feindlich gesinnt ist. Ja. Da Koga, Prinzessin Zelda und dir schon einmal nach dem... Da Koga, Prinzessin Zelda und dir schon einmal nach dem Leben getrachtet hat, können wir das nicht unbeachtet lassen. Und da er so auf Prinzessin Zelda fixiert ist, verfügt er eventuell sogar über wichtige Informationen. Wenn ich Koga dir überlassen kann, werde ich mich ganz auf die Erforschung des Untergrunds konzentrieren. Ach ja, im Zeitenwald südlich der Ebene von Hyrule wurden ein Abgrund und neue Statuen entdeckt. Aber die Statuen unterscheiden sich von der, die du über dein Fotomodell gezeigt hast. Etliche von ihnen stehen in einer Reihe, die wohl am Tempel mit der Bautomatik vorbei nach Südwesten führt. Geht man davon aus, dass sie absichtlich so aufgestellt wurden, müsste es jenseits des Tempels etwas zu entdecken geben. Ich werde weitere nützliche Informationen über den Untergrund zusammenstellen, also sprich mich doch später nochmal an. Aha. Wir haben uns doch gerade erst unterhalten. In kurzer Zeit kann... Okay. Gut. Bevor du ins Labor musst, gehe ich erstmal pur auf den Sack. Hallo, Chefin. Na? Dein Labor ist immer noch eine Katastrophe, Mädel. Oh boy. Ist ja ein kleiner Plüschfrosch, der ihre Brille trägt. Really? Oh, da geht's ja noch höher. Jetzt geht's zum Bett. Oh shit, ich hätte es nicht sagen dürfen. Ja. Ja. Das ist ein kaputter Gleiter. Zurück, ich habe gehört, was vorgefallen ist. Ein schwerer Kälteeinbruch, Nahrungsknappheit, ein fliegendes Schiff. Und eine unbekannte Gestalt, die wie Prinzessin Zelda aussieht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so schlecht um die Uni stand. Wer weiß, was ohne dich aus ihm geworden wäre. Es ist zwar deutlich geworden, dass es eine Verbindung zwischen Prinzessin Zelda und dem Kataklysmus geben muss, aber die Lage ist ernster als gedacht. Du solltest so schnell wie möglich auch die übrigen Regionen untersuchen.
Währenddessen gibt es auch noch diesen Ort, der nach meiner persönlichen Aufmerksamkeit verlangt. Was für ein Ort? Es geht um Kakariko, im Südosten von Hyrule, das Dorf der Shika in Nekluda. Dort sind kranzförmige Sonnenruinen vom Himmel gefallen. Und der Grund dafür. Der Grund dafür würde mich sehr interessieren. Besten der Besten der Sonor-Forschungsgruppe stellen bereits Untersuchungen an. Wenn du etwas über die Sonor wissen möchtest, fragst du am besten sie. Und falls du den Weg nach Kakariko noch nicht kennen solltest, Maplan im Hauptquartier kann dir sicher mehr darüber sagen, wo du das Dorf findest. Er ist für die Entsendung der Monsterwehreinheit zuständig und ich weiß mehr über Geografie als ich. Die Forschungsgruppe wird mir damit helfen. Aber die Untersuchung der übrigen Region vertraue ich dir weiter an. Was? Hast du das vergessen? Genau dafür hast du doch das Purapet! Tja, aber irgendwie klingt das auch sehr nach dir. Kann ich das Purapet kurz sehen? Es sind noch 3 Regionen übrig. Elden im Nordosten, Ranel im Osten und Gerudo im Südwesten. Von hier aus ist Elden im Nordosten wohl am nächsten. Im Süden treiben sich ziemlich viele Monster hier unwesen, also sieh dich vielleicht zuerst einmal anderswo um. Wirf im Zweifelsfall einfach einen Blick auf dein Purapet. Wenn du etwas herausfindest, lass es mich bitte wissen. Ach ja. Gut. Dann gucken wir doch noch mal nach unserem Dreieck. Ach Scheiße. Jetzt habe ich ganz vergessen, das zu tun, warum ich eigentlich zu dem Hauptquartier gegangen bin. Ärgerlich. Ich will noch zu der Batteriemaschine einfach hin. Ich frage mich sowieso, warum habe ich 2 Stück? Warum habe ich eine am Boden, warum habe ich eine im Himmel? Das macht für mich keinen Sinn. Vor allem beide kosten gleich viel. Das ist so like... Schmied ist doch am Nordausgang. Meine Fresse. Hallo? Schläfst du gerade im Stehen oder bist du in Trance? Oder ist dir einfach nur dieses steinerne Objekt angetan? Das haben wir im Untergrund entdeckt. Je nach Blickwinkel wirkt es wie eine künstlich hergestellte Statue oder nur wie ein zufällig entstandener Fels. Unsere Forschung diesbezüglich ist noch nicht weit gekommen. Ich brenne aber darauf, das zu ändern. Sobald ich fertig bin, werde ich mich mit voller Energie diesem Objekt widmen. Du, der du mich ansprichst. Hallo? Ich geleite alle Irrlichter in die Welt jenseits der unseren, wo sie hingehören. Bring mir Irrlichterseelen, für die es an der Zeit ist, in die nächste Welt geschickt zu werden. Irrlichter sind verlorene Seelen, die in dieser fremden Welt den Weg nach Hause suchen. Gut, böse, alles leere Worte, die in der unterleuchteten Herzen spuken.
Die in der unerleuchteten Herzenspur. Von mir aber sind alle Seelen gleich. Und du konntest bereits Irrlichter sammeln? Oh ja, das ist ein Irrlicht. Für wahr. Ich habe die verlorene Seele in die nächste Welt zurückgesandt. Nachdem ich an die Oberfläche getragen wurde, konnte ich keine Irrlichter auf ihrem Wege mehr ins Jenseits geleiten. Aber dank dir ist es mir doch geglückt. Hier, nimm es. Soll dein sein. Bringst du mir weitere Irrlichter, so werde ich dich gebührend entlohnen. Ja. Ich habe die verlorenen Seelen in die nächste Welt zurückgesandt. Meine Brüder, deren Geister weit größeren Sternbildern innewohnen, befinden sich tief unter der Erde. Achso, weit größeren Steinbildern. Findest du meine Brüder, sollst du versuchen, ihnen Irrlichter anzubieten. Wo sind sie denn? Bringe mir Irrlichter da, 10 Stück. Dann werde ich dir verraten, wo genau meine Brüder harren. Gott, Arschloch. Lebe wohl. Sag mir das doch vorher, bevor ich mir Geld ausgebe. Und? So, hier wollte ich hin. Guten Tag. Wir haben eine weitere Batteriezelle. Usa. Bitte kehre jederzeit zurück. Dankeschön. Ja, komm, let's go. Vielen Dank, dass du meinen Ballon repariert hast. Super, ultra, dankeschön. Und diese Sache da, dieses Bautomatik-Ding, klingt echt spannend. Eines Tages werde ich mich auch mit der praktischen Anwendungsentwicklung beschäftigen. Oh, warte mal, da fällt mir was ein. Spitz deine Spitzohren. Das Rätsel um Joshuas Steintafel ist ja nun gelöst. Deshalb werde ich jetzt in unserem Institut in Hateno die Entwicklung des Pura-Pets fortsetzen. Dort kann ich mich nur um den Sensor kümmern. Kann ich mich nicht nur um den Sensor kümmern, sondern dein Pura-Pet noch an. Der werde ich verbessern. Am südöstlichen Rand von Hyrule liegt Ost-Nekluda. Und am Rand davon findest du das Dorf Hateno. Und am Rand davon steht unser bescheidenes Institut. Man könnte sagen, es liegt so ziemlich am Hinterteil Hyrules. Aber technologisch gesehen ist es der Nabel der Welt. So. Bin einmal unterwegs. Ich will bereit sein, wenn du dann vorbeikommst. Wir sehen uns in Hateno. Lass mich nicht zu lange warten. Tschüss. Mir ist warm.
Dann gucken wir doch mal, ob wir das wieder hinkriegen. Der Vorteil ist jetzt natürlich, dass wir super gut den Boost. Jedes Mal, wenn ich in Luft bin, Power Boost. Wow! So, erstmal Hitzekleidung an, so. So eine Kacke. Wenigstens hält er da, wo er ist, aber trotzdem so eine Kacke.
Haben wir es jetzt? Das Licht auf den roten Säulen gelenkt hast, von dem Wandbild in der Gerude Untergrund statt man es. Lass mich raten, jetzt soll ich dir Bescheid sagen. Ich wette, Rijus Titel wird sich auch noch ändern demnächst. Ne, ich soll da hin, okay. Oder es kann natürlich sein, dass unsere werte Lady auch was davon mitbekommen hat. Und deswegen jetzt hier aufkreuzt. At least I hope so. Was soll das hier? Hallo? Hi. Hast du gesehen, Link? Was ist Zelda? Nein. Oh. Haben wir's endlich. Ich habe das Licht der roten Säulen gesehen und bin sofort hergekommen. Wir haben jetzt schon zweimal vermeintlich Zelda gesehen. Das kann doch kein Zufall sein. Doch jetzt gibt es erstmal Wichtigeres zu tun, als darüber nachzugrübeln. Du hast das Rätsel des Wandbilds gelöst und die Säule aktiviert. Wirklich beeindruckend, Link. Auf dem Wandbild war von einem Stein der Blitze zu lesen. Huh? Sollen wir mal versuchen, meinen Blitzschlag auf den Stein loszulassen? Ja. Definitiv. What? Ja, ich würde sagen, es wird Zeit, mal ein bisschen Gyptos aufzuräumen.
Donnertempel, auf dem Wandbild dargestellter Ort. Ah, Mensch. Scheinbar nein. Ach, wir sollen hoch. Na dann. Wir sollen einfach nur ins Innere. Ins Innere. Ja, nichts anderes, jetzt erstmal hier hochkratzeln. Und gucken, ob hier oben was ist. Das ist der Eingang doch oben. Scheinbar ja, wenn ich bedenke, dass Dio inzwischen sich durch die Gegend teleportiert. Ja. Wobei. Nee. Das ist eher nachteilhaft, aber nicht so von Vorteil. Vielleicht noch irgendwelche Coins außerhalb von... ja.
Spiegel. Fast schon so, als würden wir welche brauchen. Okay. Gibt hier irgendeinen Tempel in der Nähe? Ein Schrein? Maybe. Wenn ich mal eben aktivieren könnte. Naja, nicht wirklich, ne? Das war beim Himmelstempel besser. Tulin, merken wir uns eins, das ist ein geiler Tempel. Ist halt kilometerweit weg, der andere ist auch kilometerweit weg. Ist halt scheiße. Not gonna lie. Tempel haben. Schreine. In der Ecke. Ja, gut, denn ist klar. Nächste von allen ist tatsächlich der blaue da hinten. Na dann. Auf zu blau. Dann wird der Teleporter auf zum großen Tempel, den man grandios sehen kann. Das Treibsand! Das ist Treibsand! Fuck! Gott. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ah, ich glaube, ich habe da eine Idee.
Wir machen das jetzt ein bisschen anders. Wie bewegt man sich am besten durch eine Wüste? Nicht auf Rädern? Sondern am Surfbrett. Na. Guck mal, wie schlecht der war. Oh. So. Auf jetzt. Anführerin der Giftos. Sie ist weiß geworden. Reagiert sie etwa genau wie die Giftos? Sie ist geschwächt. Jetzt sollte deine Angriffe Wirkung zeigen. Oh, dieser Sand. Man sieht fast nichts mehr. Wie sagt mir sie doch mal? Thank you.
Ha? Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich weiß, wie ich da reinkomme. Komm, Königin, wir machen eine Spritztour. Nein, ich will es nicht mit aufsatteln, also von daher. Dankeschön. Flammenwerfer. Gleichzeitig auch mein Gewicht. Den Schalter. Der Insta-Despawn. Wer kennt ihn nicht? Da geht's runter, aber nicht hoch. Fackel brauchen wir nicht. Oh, vielleicht doch. Thank you.
Leuchtpfeile. Hallo. Ah ja, da. Pfützig. Okay. Wie viel bringt denn hier unten nicht? Okay. Kommst du denn jetzt her? Ja gut, du mit deinen zwei Waffen bist natürlich zu breit, ne? Um an so Sachen vorbeizukommen, klar. Aber scheinbar... Nee. Hier gibt es sonst nichts mehr. Also wieder rein. Oh. Wait a minute. Da ist was versteckt, ich wusste es doch. Ein paar Gerudo-Zweihänder, why not? Lol, hab ich insta... Ein Schlag und die Knochen gehen kaputt. Ah ja, okay. Und ich dachte schon, die Knochenarme seien instabil. Eieieiei. Naja. Das war jetzt so, Reflekte, weißt du? So, like... Hm. Ein Gerudo-Messer. Oh, shit, 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 shit! Aua! Huck!
Aua. So will ich das. Danke für die Vorwarnung, Schätzchen. Die Flammen sind im Weg. Indeed. Man braucht halt einfach nur das richtige Timing. Das ist es auch. Oh, hast du das Feuer gelöscht? Jetzt kann ich weiter. Timing, Mädel, Timing. Hi. Jetzt auch noch Feuerkugeln? Da komme ich erstmal nicht weiter. Ah! Was machst du? Halt durch! Jetzt sind ja gleich mehrere. Fuck. Die Kugeln werden aufgehalten. Gut, ich bin gleich bei dir, Link. Interesting.
könnte ja so ein Tail dran schmeißen, aber nee. Erstmal Naginata. Aber ein richtiges Naginata. Holy shit. Okay. Ah. Ich sehe Dinge. Bitte erstmal hiermit anlegen. Ist das machbar? Danke sehr. Das wollte ich nicht. Komm hoch. Ah, man kann auf jeden Fall. Klappt doch. Ich grinde zwar durch Materialien wenigstens Gutes, aber hey. Es funktioniert, wie es wollte. Okay, das ist zu verdächtig. Hi. Ja. Dreh ich mal in die andere Richtung, bitte. Dankeschön. Los geht's, weiter geht's. Auf nach oben. Tod allen Gyptos. Oder so. Ich will mal was wissen. Wie viel HP hast du?
Zu viel. Gerade sein Teamwork makes the dream work, aber okay, gut. Starkes Sonaniumschwert, ha? Huh? Auch gut. Ich weiß jetzt schon, was ich damit mache. Und schon, wenn man gefallen würde. Nice. Hey, Interesse in circa eine halben Stunde mit mir und Luca auf Hand und Hey. Wann hast du eine Luca zur Hand gefreiwilligt? Was mit Kai? But sure. Why not? Einfach reingefreiwilligt, okay. Jo. Knallt anders das Schwert. I guess. Eigentlich mache ich das nicht, aber. Das mit den Elementen gerade nicht so läuft. Nee! Ich wusste doch, hier muss es einen Haken geben oder so. Kai hat das neue Diablo geholt. Ich hatte Kai das neue Diablo geholt. Ihn zu fragen, was? Das macht keinen Sinn. Ihn zu fragen, wie sie bei dir, also was? Also du das Lego-Spiel dann neu hattest, unmöglich. Ach so, hat sich das neue Diablo geholt. Ihn zu fragen, wie bei dir, als du das neue Lego-Spiel hattest, ist... okay. Now it makes sense. Kind of ish. Not really, but... Whatever. Wow.
Ach, hätte es nur eine Wand. Es ging nur um die Lanze. Und dann. Nee! Au! Wow. Oh Gott. Ich wollte noch nie im Leben raus. Warte mal, ich weiß wie. Kinda works-ish. Not really. Soll ich jetzt rauskommen? Kannst du mal wieder erklären? Ah! Ich mich ja noch selbst um. Dumm. Arschlecken. So. Alter, mein Satzbau ist ja mal wieder top. Sorry so, aber mein Tag läuft. Ist schon sehr scheiße. Also komm bitte. Ach so! Du sagtest vorhin in einer halben Stunde, nicht jetzt! Bro! Entscheide dich. Hab doch vorhin schon gesagt, ist okay. Hä? LOL? Jungens. Alles gut. Alles gut, sehr gut. Oh, ich habe einen Teleporter gefunden. Oh.
Raum des Aufstiegs. Teleporter! Ey! Was war das? Diese Plattform hat sich erst bewegt und dann wieder zurückgekehrt. Oh, meine kleine Nachfahrin. Hallo? Dieser Mechanismus ist mit der Spitze des Schreins verbunden. Verwende deine Blitzkraft, um die 4 Energiespeicher aufzuladen. Dann erwacht die Maschinerie zum Leben. Befolge meine Anweisungen. Wieso habe ich die Stimme ganz deutlich gehört? Sie ruft mich zu sich. Ich soll also 4 Energiespeicher mit meiner Blitzkraft aufladen? Das Monster, gegen das wir draußen gekämpft haben, ist ganz nach oben geflüchtet. Und die Stimme sagt, mit Hilfe dieser Plattform gelangen wir zur Spitze des Tempels. Wenn wir tun, was sie sagt, erwischen wir sicher unser Monster. Simple but effective. Und vielleicht finden wir dann auch heraus, wer sich hinter der Stimme verbirgt. Link, bitte bring mich nach oben. Machen wir. Machen wir es so. Wie ich schon gesagt habe, umgehen wir auf die Suche nach den 4 Energiespeichern. Yes, ma'am! Yes, sir, I mean, ma'am, I mean, So fliege ich in der Motorway. Na, das nicht mal ein Windstoß, der aus dem Boden kommt. Gut. Dann machen wir hier Schicht, dann mache ich mir eben was zu essen, dann bin ich mit den Jungs am Mann. Ich habe noch einen Plan, oder? Genau, einen Plan. So. Speichern! Speichern. Mit dieser Hemmenttäuschung zurück ins Zelt. Peace.